Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es ist Rettungszeit im Moment. Habt ihr das mitbekommen in den letzten Wochen? Letzte Woche ist Zypern gerettet worden. Rettungszeit. Die ökonomischen Rezepte für all diese Rettungen von allen möglichen Ländern, also Rettungen in Anführungsstrichen, die kommen von dem Ökonomen John Maynard Keynes, ein ganz bedeutender Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, eine ganz schillernde, merkwürdige Gestalt. Ihr könnt mal unter Wikipedia nachlesen, was der so alles gemacht und getrieben hat. Ein sehr interessanter Mann. Von ihm gibt es eine wunderbare Sentenz, so einen Spruch, in dem er so sein Werk zusammengefasst hat. Seine Rezepte waren ja, mit Schulden und noch mehr Schulden strauchelnde Volkswirtschaften wieder ins Lot zu bekommen und so zu steuern, dass sie erfolgreich werden. Durch Schulden, wie gesagt. Das haben unsere Politiker, ich weiß jetzt nicht, ob gerade einer jetzt hier bei uns sitzt von den Politikern, das haben unsere Politiker ja gut gelernt, über das Schuldenmachen zu steuern. Aber schon in den 20er Jahren, als Keynes sich diese Rezepte ausdachte, haben Kritiker ihm entgegnet, ja hör mal, das machst du doch auf Kosten der kommenden Generationen. Langfristig betrachtet geht die Rechnung doch nicht auf, Schulden und immer mehr Schulden zu machen. Und da sagte er dieses berühmte Wort auf Englisch, in the long run we are all dead. Langfristig betrachtet sind wir alle tot. Ja? Also langfristig betrachtet sollte man keine Schulden machen und er sagt, egal, langfristig betrachtet sind wir alle tot. Das ist sozusagen die Lebensweisheit einer vergehenden Welt. Langfristig betrachtet sind wir alle tot. Und wenn das so ist, wenn wir langfristig betrachtet alle tot sind, dann kümmert uns ja sowieso nicht viel. Dann kann man auch viele Schulden machen und auch erklären, es ist eigentlich egal, wer die dann hinterher bezahlen soll. Wenn wir heute Oster feiern, ihr Lieben, dann ist uns klar, wir leben von einer anderen Weisheit. Langfristig betrachtet sind wir alle tot. Das sagen wir vom Osterfest, das sagen wir vom Evangelium her nicht. Wir sagen das Gegenteil. Langfristig betrachtet sind wir dazu bestimmt, zu leben und unseren Platz im Reich Gottes einzunehmen, in Zeit und Ewigkeit. Letzte Woche hörte ich diesen schönen Spruch, vielleicht kennt ihr den, ich habe ihn zum ersten Mal eigentlich gehört. Heute werden die Menschen 80 Jahre alt. Früher sind sie 30 Jahre und eine Ewigkeit alt geworden. Und was ist eigentlich länger? Also ob das früher immer so gewesen ist, dass alle so die Hoffnung auf das ewige Leben hatten und im Glauben gelebt haben, ob man das so einfach zuteilen kann, früher und heute, bin ich mir nicht sicher. Aber so der Grundsatz, der da drin steckt, dass diejenigen, die Jesus Christus kennen, die den kennen, der den Tod besiegt hat, dass diejenigen nach ihrem zeitlichen, vergehenden Leben in eine Ewigkeit hineingehen, dazu bestimmt sind, ewiges Leben zu haben. Das scheint mir doch sehr deutlich zu sein und ein ganz großer Unterschied. Langfristig betrachtet sind wir alle tot. Das wäre die Lebensweisheit dieser Welt. Und die andere Weisheit, die Lebensweisheit Gottes ist, du wirst sterben müssen, kurzfristig oder mittelfristig betrachtet. Wirst du in den Tod hineingehen, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt, worauf ich hoffe. Aber dann wirst du vor dem Richterstuhl Gottes stehen und er wird dich fragen, wie du dieses Leben gelebt hast. Und dann wird zum Austrag kommen, hast du dieses Leben gelebt in der Hoffnung, im Vertrauen auf den Ewigen und auf das, was er in Jesus getan hat? Oder hast du dein eigenes Leben so verbracht, dass du auf die vergänglichen Weisheiten dieser Welt vertraut hast. Die Bibel redet an dieser Stelle ja also sehr hart und sehr deutlich, da können wir nicht drum herumreden, von diesem doppelten Ausgang der Weltgeschichte und des persönlichen Lebens, dass Menschen aus der Liebe Gottes heraus dazu bestimmt sind, ewiges Leben zu haben, dort wo sie mit Gott leben, aber wo sie auf Gott verzichten, ohne Gott oder gegen Gott leben, dass sie dort in Ewigkeit verloren sein. Das ist dieser doppelte Ausgang. Und insofern, in the long run we are all dead, langfristig betrachtet sind wir tot, da steckt schon ein Körnchen Wahrheit drin, aber noch längerfristig betrachtet ist die Frage die, wo wirst du diese Ewigkeit verbringen? Wirst du sie in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben oder wirst du sie in ewiger Verlorenheit leben?
Wenn wir diese Botschaft so proklamieren, und das heißt Osterbotschaft, die Bestimmung zum Leben, dann ist das ganz klar, das ist nicht sehr eingängig. Wir fragen, wo sehen wir das, wo erleben wir das, wo gibt es Evidenzen dafür, wo leuchtet uns das ein? Oder ist das alles etwas, was man nur aus zweiter Hand hört und worauf wir vertrauen müssen, weil es andere uns sagten, ohne dass das irgendeinen Anteil an unserem eigenen Leben hätte? Wenn wir mit dieser Schwierigkeit an die Osterbotschaft rangehen und uns fragen, ja, wo leuchtet das ein, wo ist der Punkt, wo es zum Austrag, wo es zur Erfahrung kommt, dann können wir zumindest froh darüber sein, dass schon die ersten Zeugen Jesu, die mit ihm gegangen sind und denen er begegnet ist als der Auferstandene, dass die selbst die Sache nicht so ganz eindeutig geblickt haben. Auf das Kreuz kann man mit der Kamera zeigen, da haben viele Menschen, tausende von Menschen drumherum gestanden, was in der Osternacht passiert ist im Grab. Da war keiner dabei. Man findet am nächsten Tag den Stein weggewälzt, die Gewänder, in die Jesus eingewickelt war als Leiche, die liegen dort. Und dann am ersten, zweiten, dritten Tag danach immer wieder Begegnungen. Aber das, was dort passiert ist, war so, dass selbst die engsten Freunde von Jesus sich erstmal nicht ganz sicher waren, wer ist denn das eigentlich? Ja, sie waren so festgefügt und gefangen in ihren Lebensmustern von Werden und Vergehen und von der Erwartung, aus dem Tod kehrt niemand zurück, dass sie ihm, als sie ihm begegnet sind, ihn nicht erkannt haben. Und das ist denen passiert, die mit Jesus unterwegs gewesen sind 3 Jahre. Die wussten, was er kann, welche Wunder er tun kann. Die selbst schon Zeugen gewesen waren, dass er Menschen vom Tod auferweckt hat. Selbst die haben erstmal nicht erkannt, was ist hier los. Wie muss es uns erst gehen? Wenn man euch danach fragen würde, gibt es irgendwo in deinem Leben Ansatzpunkte, wo du sehen kannst, erfahren kannst, erleben kannst, ja, an dieser Osterbotschaft, am Sieg Gottes über den Tod, ist wirklich etwas dran. Wo siehst du das? Wo erkennst du das? Oder ist nicht so vieles in ein Zwielicht getaucht, dass du sagst, naja, es gibt so Ahnungen davon, aber wirkliche Erfahrung, wo gibt's das? Ich glaube, man muss sich sehr gut umgucken und muss mit den Augen Gottes sehen, um zu spüren, wo werden die Todesmuster zerbrochen und wo geschieht wirklich Erneuerung, wo geschieht wirklich Leben, das durch den Tod hindurchgegangen ist und was zählt, was gültig ist. Ich möchte euch eine kleine Geschichte, vielleicht nicht sehr spektakulär, aber für mich eine Ostergeschichte berichten, aus meinem neuen Verantwortungsbereich, in dem ich jetzt arbeite seit einem halben Jahr. Ich bin übrigens ein bisschen aufgeregt heute, dass ich so nach dieser Zeit jetzt mal wieder hier mit euch den Gottesdienst feiern kann. Das ist mir also nicht einerlei. Meine Frau fragte mich heute Morgen, bist du aufgeregt? Ich sagte, nö. Aber als ich dann hier rüber kam, dann merkte ich, dass ich doch sehr aufgeregt bin. Ich möchte euch ein bisschen Anteil an dem geben, was ich im Moment so mache. Die letzten 2 Wochen vor Ostern bin ich damit beschäftigt gewesen, eine Erklärung vorzubereiten der Leitung der evangelischen Kirche in Deutschland zu der Frage, ob nach Syrien, in den syrischen Bürgerkrieg, Waffen geliefert werden sollen. Ihr habt vielleicht davon gelesen, dass England und Frankreich dafür plädiert haben, innerhalb der Europäischen Union Waffen in den syrischen Bürgerkrieg hineinzuliefern, um die Rebellen zu unterstützen. Es war ziemlich klar, dass der Grund, warum sie das machen, warum sie das fordern, das sind keine humanitären Gründe, um die armen Rebellen zu unterstützen, sondern es sind strategische und geopolitische Gründe, weil sie möchten, dass der Iran darüber geschwächt wird, dass Assad, der syrische Präsident, geschwächt wird. Das ist so der Ansatzpunkt für Franzosen und Engländer. Die Franzosen sind inzwischen auch zurückgerudert von diesen Forderungen, aber die Amerikaner und die Engländer, die möchten es immer noch gern, Waffen dorthin liefern. Und meine Aufgabe war jetzt, was sagen wir als Kirche dazu, wenn wir was dazu sagen? Es war auch noch nicht ausgemacht, ob wir was dazu sagen. Ich bin an diese Aufgabe so rangegangen, dass ich erstmal versucht habe, Informationen darüber zu sammeln, wo sind eigentlich Christen in diesen Gebieten, um die es geht, wo mit diesen Waffen gekämpft würde, die mir sagen können, was da eigentlich abgeht. Denn ich weiß nur das, was ich in der Zeitung lese und vielleicht noch ein paar Dossiers des Auswärtigen Amtes, die vermutlich aus Geheimdienstquellen der Amerikaner und der Engländer stammen.
da haben wir Zugang zu, aber mich interessierte, wo sind denn eigentlich Christen dort vor Ort? Und was ich festgestellt habe, ist, dass von einer Organisation hier ganz bei uns in der Gegend in Neuwied sitzen, die Freiwilligendienstleistende, die Friedensdienste leisten, bis zuletzt in Syrien vor Ort sind und dort mit lokalen Friedensallianzen arbeiten. Und Menschen sammeln, Muslime, Christen, Alawiten, die sich dem Terror und der Gewalt widersetzen und an ihrem Lebensort sagen, wir spielen dieses Spiel der Gewalt nicht mit. Denn wir wissen, jede Waffe, die zusätzlich geliefert wird, wird zusätzlich morden und wird die Spirale von Gewalt weiter eskalieren lassen. Und es war für mich eine großartige Erfahrung zu sehen, wer ist denn da noch vor Ort, der für Frieden eintritt? Und es sind Christen, die bis zuletzt dort leben und arbeiten, ihr Leben mit den Menschen teilen, um zu sagen, wir wollen diese Weltregion nicht der Gewalt überlassen. Ich habe dann nachgefragt im Auswärtigen Amt, ob man dort weiß, dass es Menschen gibt, die bis jetzt als Deutsche dort arbeiten und die Quellen sein können für Informationen, und habe festgestellt, dass diese Information nicht mal der CIA hat. Ja, das kommt auf der Tagesordnung dieser Welt nicht vor, solche Allianzen von Friedensstiftern. Mich hat das so bewegt, das ist in Mali übrigens ähnlich gewesen, dass dort lokale Friedensallianzen vor Ort gearbeitet haben mit evangelischen Freiwilligendienstleistenden und Friedensfachkräften. Leute, die von Jesus her an die Orte gehen, wo sonst niemand hingehen möchte, wo alle weggehen, wo alle Institutionen ihre Leute abziehen, die dort aushalten und sagen, wir wollen für Versöhnung, wir wollen für Frieden eintreten. Ich habe dann weiter recherchiert und bin auf ein Interview gestoßen, das Bruder Andrew letzte Woche in der amerikanischen Zeitschrift Christianity Today gegeben hat. Bruder Andrew ist der Gründer der Organisation Open Doors. Man nannte ihn früher den Schmuggler Gottes, und er ist in den 50er, 60er Jahren mit einem VW Käfer, das war so sein Symbol, voller Bibeln und evangelistischer Literatur, über die Grenzen in den Ostblock gefahren. Er hat das immer so gemacht, dass er seine Traktate, seine Bibeln vollkommen offen in diesen VW Käfer gelegt hat und damit an die Grenze gefahren ist nach Polen, um auch Gott herauszufordern. Ja, und sagen, wir verbergen hier nichts, wir verstecken nichts. Und irgendwie hat Gott in vielen Fällen den Grenzern die Augen zugehalten und die haben ihn mit einem ganzen Riesenauto voll Bibeln und evangelistischer Literatur in den Ostblock fahren lassen. Also ein ganz wilder Typ, Bruder Andrew, inzwischen 85. Und viele von uns kennen ihn, die sich um die Situation der verfolgten Christen in der Welt bemühen. Und Bruder Andrew wurde letzte Woche gefragt, was hältst du denn eigentlich von einer Politik, die auf Gewalt setzt gegenüber den Muslimen? Was hältst du von dem Krieg gegen den Terror? Ich habe es mir hier auf, es ist in Englisch dieser Text, ich übersetze es euch jetzt ein bisschen aus der Lameng heraus, ich hoffe, mir gelingt das. Dann wurde ihm von der Zeitschrift Christianity Today die Frage gestellt, es ist nicht lange her, da wurde Osama bin Laden getötet und die ganze Welt hat sich gefreut. Seitdem sind Tausende gestorben durch Drohnenangriffe. Was ist deine Antwort, Bruder Andrew, auf dieses Töten? Und jetzt antwortet er und er sagt, ich habe in Versammlungen in Amerika gesprochen und ein Teil meiner Predigt ist immer gewesen, die Frage, hast du heute für Osama bin Laden gebetet? Die Leute waren schockiert, als ich diese Frage gestellt habe und viele haben mir geantwortet, ich muss bekennen, ich habe niemals für Osama bin Laden gebetet, aber jetzt will ich es tun. Osama bin Laden war, sagt Bruder Andrew, auf meiner Gebetsliste. Ich wollte ihn treffen. Und ich wollte ihm erzählen, wer der wirkliche Boss in dieser Welt ist. Aber dann wurde er ermordet. So sage ich das. Er wurde ermordet. Er konnte nicht zurückschießen. Er konnte sich nicht wehren. Er hat keine Möglichkeit zum Widerstand. Das ist keine faire Art, Krieg zu führen, so etwas. Und davon haben wir viel zu viel erlebt. Viele meiner eigenen Freunde, die ich in Gaza besucht habe, sind ermordet worden. In ihren Worten sagen sie liquidiert worden. Ich sage es, sie sind ermordet worden. Wir als Leute von Jesus müssen etwas ganz anderes tun. Wir müssen Zeugen für die Welt sein.
All diese Leute, mit denen ich mich in Gaza getroffen habe, im Gazastreifen, sind mittlerweile ermordet. Es waren Leute, mit denen ich mich getroffen habe und denen ich eine Bibel gegeben habe. Es waren Leute, mit denen ich gebetet habe. Manchmal empfinde ich das so, als wäre es ein Angriff auf mich gewesen. Was können wir dagegen tun? Mein Dienst bei Open Doors ist nicht, dass ich ein großer evangelistischer Prediger bin. Ich gehe in Stille. Aber ich gehe an Plätze, wo mich niemand erwartet. Halleluja! Und das werde ich auch in Zukunft tun. Unsere Regierung, die wissen nicht, wo ich bin, und ich werde es ihnen auch nicht erzählen. Aber dort, wo ich hingehe, nehme ich die Botschaft von Jesus Christus mit. Wir als Gemeinde Jesu sind unter der Herrschaft Jesu Christi. Wir leben in seinem Königreich und wir arbeiten gemäß seinen Regeln. Wir müssen das unterstützen, wofür Jesus in diese Welt gekommen ist. Er ist gekommen, um ein neues Königreich aufzurichten. Er ist gekommen, um Jünger zu berufen und das neue Jerusalem zu bauen. Und dieses neue Jerusalem wird gebaut auf Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir müssen unsere Regierungen massiv unter Druck setzen. Wir müssen uns für Menschenrechte einsetzen. Gerechtigkeit, die auf Frieden gebaut ist. Aber ein Frieden, der auf den Prinzipien des Friedensfürsten Jesus Christus gebaut ist. Ja. So ist Bruder Andrew nach Gaza gegangen, als die Raketen dort fielen, als Israel dort angegriffen hat mit Unterstützung der westlichen Welt. Ich will überhaupt nicht über Israel urteilen. Das ist über uns, ist unter uns auch eine heiß umstrittene Sache. An Freundschaft zu Israel möchte ich mich von niemandem übertrumpfen lassen. Aber was ich glaube, ist, dass die Jesus-Leute der Spirale der Gewalt etwas entgegensetzen müssen. Dass es unsere Verantwortung ist. Und dass wir uns nicht zurückziehen dürfen hier hinter unseren Kirchenmauern, sondern dass wir für Frieden und Gerechtigkeit in der Kraft Jesu mit den maßstehenden Prinzipien des Friedensfürsten eintreten müssen. Soweit zu Bruder Andrew. Das ist für mich eine Ostergeschichte. Der Mann, der dorthin gegangen ist, wo Krieg und Terror herrschen, und der dort die Liebe Jesu reingebracht hat und die Spirale der Gewalt durchbrochen hat, um neues Leben zu stiften. Und das ist so bemerkenswert, wer mal Filme von ihm gesehen hat, wie er zu den Taliban in den Stammesgebieten nach Pakistan geht und dort mit ihnen betet und ihnen Bibeln gibt und wie sie diesen Mann respektieren, weil sie wissen, er ist ein Friedensbote und er kommt nicht mit Drohnen, um sie umzubringen. Das muss unsere Aufgabe als Christen sein. Gut, Bruder Andrew. Bestimmt sind viele von euch politisch jetzt anderer Meinung als ich. Können wir darüber diskutieren. Ich möchte euch nur das als ein Beispiel hinlegen, wie die Osterbotschaft konkret werden kann. Nämlich so, dass Mord und Gewalt und Tod überwunden werden und durch Jesus selbst in der Gestalt seiner Leute, die er begabt, die er ausrüstet mit Kraft, Frieden zu stiften. Jetzt fragst du dich, ich bin nicht Bruder Andrew. Bruder Andrew ist ein Glaubensheld. Er hat 85 Jahre, hat irre Sachen erlebt, aber wir sind doch ganz normale Leute. Wir wohnen hier in Bendorf, ihr seid heute Morgen in die Kirche gekommen, ihr werdet gleich wieder zurückgehen in euren Alltag. Wo kann ich denn das erleben, dass Gott in meinem Leben etwas durchbricht, dass etwas neu wird, dass verfahrene, hoffnungslose Situationen wieder in Bewegung kommen, dass echte Erneuerung geschieht? Weißt du, wo der Platz ist, wo Erneuerung geschieht? Weißt du, wo der Platz ist, wo Hoffnungslosigkeit zerbrochen wird, wo Heilung geschieht, wo Lebensveränderung geschieht, wo ist der Platz? Nicht nur in Gaza, nicht in den pakistanischen Stammesgebieten, das ist in deinem Leben. Da muss das reinkommen, da muss Veränderung reinkommen. Und ich glaube, dass Gott die Kraft hat, das zu tun, da, wo wir ihn reinlassen, wo wir mit Vertrauen und Hoffnung sein Wort zur Geltung bringen und uns ganz an ihn halten, uns an ihn klammern, dass dort der Platz der Erneuerung ist. Und ich möchte dich ermutigen, in deinem Leben jetzt mal zu gucken, wo ist eigentlich der Punkt äußerster Hoffnungslosigkeit, wo du denkst, das sitzt so tief in meinem Leben drin, als ein Verhaltensmuster, als etwas, was total schief gegangen ist, vielleicht sehr tief verankert in deiner eigenen Geschichte. Wo ist das? Und dahin zu gehen mit deiner Aufmerksamkeit und den lebendigen Gott zu bitten, komm du da rein. Da möchte ich, dass Ostern wird. Da möchte ich, dass neues Leben kommt.
Und ich glaube, dass Jesus das kann und dass er es tun will. Und dass wir an seiner Macht vorbeileben, wenn wir weniger wollen als das. Ja. Ich möchte es euch in einem Bild deutlich machen. Einer meiner Kollegen im Kirchenamt hat mir das so hingelegt und mich hat es so berührt, als er mir das so erzählte. Er sagte, das ist wie mit einem Paternoster. Kennt ihr einen Paternoster? Ja, wer ist schon mal in einem Paternoster gefahren von euch? Na, das ist so einige der älteren Generation. Ich bin einmal in einem Paternoster in Ost-Berlin gefahren. Die hatten noch so ein Ding. Anfang der 80er Jahre ist ein Aufzug, der immer im Kreis läuft, wo ganz viele Aufzugskabinen aufgehängt sind und der läuft an einem Band immer hoch und runter. Ja, immer im Kreis. Du stehst davor, dann kommt so eine Kabine, also sagen wir mal jetzt, sie kommt von oben, und dann musst du den Moment abpassen, wo diese Kabine genau auf der Kante ist, wo du stehst. Dann musst du so einen Schritt reingehen und in der Zeit fährt der Paternoster aber schon ein Stück weiter. Also es ist so ein bisschen eine kitzlige Geschichte. Also ihr jungen Leute könnt euch das gar nicht mehr so richtig vorstellen. Früher gab es nur solche Aufzüge, die den großen Vorteil haben, sie kommen ohne Steuerungstechnik aus. So Knöpfchen drücken und warten, das gibt es erst seit digitalen Zeiten so richtig. Und früher war das sehr kompliziert, da waren diese Paternoster einfach. Wenn du einsteigst an der einen Seite, dann fährt der Paternoster nach unten. Ja, und unten dreht er sich um eine Achse und fährt dann wieder hoch, bis oben hin. So kannst du auch, wenn du willst, immer im Kreis fahren. Ich habe das nicht gemacht, habe mir aber von älteren Leuten erzählen lassen, dass das immer als so eine Mutprobe galt, ob man das schafft, so einmal so durchzufahren, dass das sehr mechanisch klickert und klackert, wenn man an die Umlenkstelle kommt. Und mein Kollege im Kirchenamt, der Jürgen Schilling, sagte, mit dem Glauben ist das eine ganz ähnliche Sache. Du stehst an der Kante, das ist so dein Lebensplatz. Und du siehst, dass dieser Aufzug vorbeifährt. Und es ist ein Wagnis, ein Akt von Risiko, reinzugehen, reinzutreten. Und dann geht es nach unten. Und zwar bis in den Keller, da wo es nicht mehr tiefer geht. Und wenn du da gewesen bist, dann geht es wieder hoch. Bis oben hin. Da zerbricht das Bild jetzt. Ja? Der Paternoster geht immer im Kreis. Unser Leben geht nicht immer im Kreis. Wir haben ein Leben. Und du musst einmal einsteigen. Und du musst mit Jesus diese Dimension deines Lebens durchmessen. Du steigst ein und es geht runter. Und es geht bis in die Tiefe. Und dann geht es hoch. Und es geht bis oben hin. Eins nicht ohne das andere. Du kannst nicht sagen, ich meine, beim Paternoster kann man das schon. Da kann man einsteigen und fährt nur hoch. Im Leben geht das nicht. Im Leben geht es nur so, dass du bis ganz unten fährst. Und wenn du vorher aussteigst, weil du denkst, das ist mir zu tief, dann wird das nicht funktionieren. Dann stehst du nur zwei Etagen tiefer. Das geht nicht weiter vom Fleck. Ja, du musst es aushalten, du musst es durchhalten. So stelle ich mir das mit dem Reich Gottes vor. Ja, dass Jesus da so in der großen Paternoster-Kabine steht und sagt so, mach du den Schritt, tritt du rein und dann fährst du mit mir. Und er sammelt sich seine Leute, sammelt den Peter, sammelt den Friedhelm, sammelt mich, sammelt viele andere, viele Einzelne, die stehen alle mit ihm zusammen. Ja, er sammelt sie als Einzelne, aber stellt sie zusammen, damit sie sich stärken, miteinander fahren können. Und dann gehen wir mit ihm in die Tiefe und wir wissen, er ist da, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auch meines Todes. Und dann geht es hoch, Stockwerk für Stockwerk. Unsere normale Lebensperspektive wäre, in the long run we are all dead. Zack, zack, es geht immer ein bisschen runter. Einer sagte mir, wenn du die 40 überschritten hast, wechselst du die Straßenseite und gehst im Schatten. Und dann geht es immer weiter ins Dunkel rein. Ja, oh, ich werde nächstes Jahr 50, schrecklich. Ja. Das ist die in the long run we are all dead. Jesus sagt, langfristig gesehen wirst du mit mir leben und Leben haben. Es geht nur so, dass du durch die Tiefe mit ihm durchgehst. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Wärst du in diesem Paternoster mit? Ihr Taufeltern, guckt mich groß an. Ja, wo steht ihr? Vielleicht noch an der Kante. Einzusteigen, mit Jesus weiterzugehen. Mit seiner Kraft, mit ihm zu leben. Ja, durch Schweres durch, durch Finsternis, durch Tod durch, aber ins Leben rein. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten und die Frage an dich ist, wo bist du? Du kannst das Leben wählen und wenn du nicht wählst,
bist du auf der Todesseite. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.